Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Unboxing. Ich muss mal kurz bitte. Und zwar von etwas Geilem, und zwar einem Goliath's Control Gravity Edition Razer Mousepad in der Extended Version. Warum? Ich kann euch mal zeigen, welches mein erwartet. Das ist mein altes Mousepad. Alt, klein und für eine Razer-Maus mit 10.000 dpi gerade mal richtig wirklich kacke. Ist zwar auch schön und ist wahrscheinlich genau dasselbe wie das hier, aber das hier hat auch alleine, glaube ich, 15 Euro gekostet. Und wenn es das hier in Extended für 30, 40 Euro gab, habe ich mir gedacht so, gut, wird mal Zeit für ein neues Mousepad. Also, als erstes, wir haben hier oben ein Screen von dem Mousepad. Das Razer-Logo, Razer-Name, Goliath Control Gravity Edition. Auf der Unterseite, Razer TM. Kleines Feld zum dran fühlen. Hier oben eine Lasche. Da auch nochmal Razer mit Verpackungsfehlern und keinem Gefühlding. Dann hier unten. Heavily textured Weave 4 Control Gameplay. The soft made for the hardcore. Optimized for all sensitive settings and sensors. Available in 4 different sizes. Wir haben die Extended Version. Das steht hier auch nochmal. Hier dann noch ein bisschen Quatsche. Hier unten nochmal irgendwas. Razer Inc. All Rights Reserved. Designed and engineered by Razer in Kalifornien. So, dann packen wir es jetzt mal aus, würde ich sagen. So. Und. Alter. Es ist so groß, dass es nicht mal. Also, es ist so groß wie meine ganze Bettkante und dreimal so groß wie mein. Also, es ist so. Mein Bett ist so 1,30, so knapp 1 Meter breit auch, wegen den Bettkästen. Und der Bettkasten, also das fast so, ja. Ich kann euch mal die. Hier, die Sizes. Extended 294 mm mal 920 mm gleich 11,57 Inch mal 36,22 Inch. Das Ding ist fett. Und im Vergleich dazu ist das da winzig. Also ich kann jetzt mal gucken, wie gut ich euch das zeigen kann. Irgendwie gar nicht. Aber auf jeden Fall, das ist jetzt mein neues Mousepad. Das ist das Razer Goliath's Control Gravity Edition. Und ja, ich wollte halt nicht die andere, also die Speed-Version, weil ich lieber mit Kontrolle als mit Speed zocke. Deswegen, ja. Also, so sieht's jetzt hier aus mit dem Goliath's Mousepad. Ich habe das geguckt, dass hier wirklich keine Kante mehr bleibt. Und dann kann ich hier jetzt nämlich auch die zweite Maus, die für den zweiten PC ja zuständig ist, auch einfach da drauflegen, ohne Probleme. Den Tisch muss ich noch ein bisschen sauber machen. Das war ja ein alter Tisch von meinem Vater aus der Arbeit. Und ja, so sieht's jetzt hier aus. Und ich hoffe, wirklich, euch hat das Unboxing gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.